Willkommen. Ich wurde das erste Mal in meinem YouTuber-Leben getaggt. Und zwar hat mich Putzel099 getaggt. Ich schreibe den Namen hier nochmal hin, guckt immer vorbei. Die macht echt voll gute Buchrezensionen. Hat mich getaggt und zwar ist das Thema meine Lesegeschichte. Das heißt, wie habe ich angefangen mit Lesen, was waren meine ersten Bücher, wie bin ich überhaupt dazu gekommen, lese ich schon seit Anfang an, haben das mir meine Eltern in die Wiege gelegt, bla bla bla. Geht ihr mich überhaupt? Also das ist so, meine Eltern haben mir nicht vorgelesen, als ich klein war, und ich weiß noch, als ich gelernt habe zu lesen, waren wir bei meinen Großeltern in meiner Heimat, und da, weil mir so langweilig war, weil ich habe noch nie wirklich Urlaub gemacht, ich war immer nur bei Verwandten in einem Urlaubsland, und ich habe da einfach rumgekramt, obwohl meine Oma das gehasst hat wie sonst nichts, und habe irgendwann so Romane entdeckt, also so Liebesromane, die meiner Mutter mal gehört hatten, angeblich. Und das sind so, das ist wie so ein Comic, nur mit echten Bildern, also wie so eine Foto-Love-Story. Ja, und davon hatte sie wirklich viele. Und sie hat gemeint, ja, die gab es damals, die Zeitschriften dazu. Und als ich noch klein, so jung war, also klein war, als ich so jung war, so 16, 17, habe ich mir das ganz gern durchgelesen. Und ich habe mir gedacht, mir ist so langweilig, ich lese es einfach mal. Ich habe auch wirklich, und zwar geht es in dem Tag um meine Lesegeschichte. Da habe ich mir gedacht, naja, erzähle ich dir doch mal. Also angefangen hat bei mir mit, eigentlich mit Fernsehen, weil ich als, sieben, ich glaube, ich war sieben, acht oder so, war ich mal da allein daheim, und ich habe mir gedacht, guckst du mal, was da so gibt, und dann Fernseher angeschalten, und da kam dann eine Serie, und ich war total begeistert davon, und als ich dann gehört habe, dass es davon Bücher gab, habe ich mir die sofort gekauft. Ich glaube, das war dann mit neun oder so, also echt ein paar Jährchen später. Und zwar war das ein Manga, und der hieß Jan die Kamikaze-Diebin. Und ich war so begeistert von der Serie, ich war so begeistert von dem Zeichentrick, ich war total begeistert von allem. Und ja, und da habe ich mir gedacht, geil, Bücher, und die kaufst du dir sofort. Und dann habe ich Mangas angefangen zu lesen. Dann habe ich jahrelang Mangas gesammelt von der Mangaka, so nennt man die Zeichnerinnen. Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Ich weiß es echt nicht. Ich habe wirklich alle Bücher von, also alle Mangas von ihr gesammelt, und zwar ohne Kompromisse. Habe meinen letzten Cent in jedes Manga-Buch gesteckt, das sie je gezeichnet hat. Und war total begeistert und habe selber angefangen, Mangas zu zeichnen, jahrelang, und habe auch viel gezeichnet, habe bei Contests mitgemacht und bla bla bla. Und ich war echt, mein Leben war ein komplettes Manga-Zentrum. Habe mir Figürchen gekauft, ich habe mein ganzes Geld wirklich da reingesteckt, aber nur in die eine Autorin eigentlich. Die anderen haben mir nicht so zugesagt. Ey, die Autorin muss ich echt hier irgendwo einblenden oder so, weil ich weiß echt nicht mehr, wie die heißt. Weil es echt schon so lange her ist. Ich habe, glaube ich, mit 12 oder 13 dann aufgehört. Es ist jetzt nicht so lange her, 5, 6 Jahre, aber ich weiß echt nicht. Ich glaube, mein letztes Manga habe ich mit 12 gekauft. Oder so. Und so, ich habe mir da ein paar Notizen gemacht, deswegen. Ja. Dann kam ja diese Autorin von Der kleine Vampir zu uns in die Schule und hat da vorgelesen, hat Autogramme gegeben, natürlich habe ich gleich ein Autogramm geholt. Und das war dann das erste Buch, was ich wirklich selber gekauft habe und wirklich zigtausendmal durchgelesen habe, bis ich es auswendig konnte. Und ich habe es auch keinem geliehen, falls es dreckig wird oder so. Dann habe ich es mal meiner besten Freundin geliehen, die es wirklich dann dreckig gemacht hat. Böse, böse. Ja, und vom Lesen war ich dann komplett begeistert. Ich wollte mir auch die anderen davon kaufen, aber dann hat es wieder nachgelassen. Und also dann sind wir in Urlaub gefahren, wirklich gefahren, und fahren dauerte 3 Tage mit dem Bus, mit meiner Mama und meinem Bruder. Und da habe ich mir ein Buch gekauft, und zwar war das von Dan Brown, Sakrileg. Das Buch habe ich gelesen. Ich habe mich auch eher dazu gezwungen, weil ich das Buch zu Ende bringen wollte. Ich fand die Erläuterungen, die drin waren, fand ich total interessant und wissenswert, weil die echt total geil waren. Und
Ich sage immer und. Ja, so kam das dann zustande, dass ich das dann gelesen habe und da habe ich mir gedacht, nicht schlecht. Ja, das hat mich dann nicht so begeistert vom Lesen, sondern ich glaube, das war Dolores. Ich bin damals immer auf die Post gegangen und war dann immer am Hauptbahnhof. Da gibt es bei uns einen riesen Bücherladen. Da habe ich dann nämlich immer umgeschaut und da habe ich Dolores entdeckt, weil Stephen King kennt man ja und da habe ich mir gedacht, kaufst du dir und hab's gelesen. Ich war total voll begeistert. Darauf folgte dann ein Flop von Sarah, aber wo mir auch viele sagen, das ist gar nicht mal so schlecht. Vielleicht ist einfach ein schlechter Zeitpunkt, ihn zu lesen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war ich dann total begeistert von Stephen King und habe dann immer nur Stephen King Bücher gekauft, bis ich dann im Hugendubel war. Da gab es diese Bücher für 2,50. Ja, und da habe ich mir dann zigtausende Bücher gekauft und dann bei uns im Altstadtfest habe ich zigtausende Bücher gekauft, die irre billig waren und dann irgendwann war ich da komplett drin und habe dann nur noch gelesen. Vor allem habe ich in Erlangen gearbeitet und in Nürnberg gearbeitet und ich hatte ja kein Auto, war ja nicht 18. Und wie willst du die Zeit im Zug verbringen? Weißt du, du hast einen MP3-Player, da sind 100 Songs drauf oder 200 oder 3000 und das sind immer die gleichen Lieder, die du dir anhörst. Irgendwann hat mich das so gelangweilt, dass ich dann immer gelesen habe und ich war voll begeistert. Ich habe wirklich danach nachts gelesen, abends gelesen. So gute Bücher liest man auch total gerne. Und deswegen habe ich da ganz viel gelesen, gelesen und gelesen. Ja, weil mir es einfach Spaß gemacht hat. Im Moment ist wieder Stille, weil ich gar keine Zeit mehr dazu habe. Also wenn die Batterie diesmal nochmal den Geist aufgibt, dann gebe ich selber auf. Also, wie man sieht, bin ich schon zum fünften oder sechsten Mal umgezogen. Ja. Ich war stehen geblieben, weil es mir halt einfach Spaß macht. Und seitdem ich Stephen Kings Bücher lese, macht mir das Lesen echt Spaß, weil er hat echt gute Bücher. Und ein paar andere Bücher von anderen Autoren sind auch toll. Und zum Beispiel von Dan Brown lese ich auch total gerne. Dann wollte ich noch im Moment meine Lesegewohnheiten sagen. Und zwar lese ich im Moment von Stephen King Schwarz. Das lese ich das lese ich übrigens schon seit einer Woche. Und ihr werdet nicht wissen, also ihr werdet nicht glauben, wie weit ich jetzt bin. Da bin ich genau auf der 26. Seite. Ich habe so wenig gelesen, also ich komme überhaupt nicht mehr dazu. Und davon ist echt nur das die Geschichte. Also ich habe nur 15 Seiten gelesen. Ich komme echt nicht mehr dazu. Und irgendwie finde ich das Buch überhaupt nicht interessant und ich weiß nicht, im Moment bin ich nicht so auf Bücher anzusprechen. Ich finde es schade. Ja. Aber im Moment fehlt mir einfach die Zeit. Aber ich hoffe, dass die Zeit irgendwann wieder kommt, dass ich lesen kann. Keine Ahnung, wobei. Bestimmt nicht beim Autofahren. Ja. Gut, das wär's dann. Im nächsten Video würde ich wahrscheinlich ein Gewinnspiel machen. Ich hoffe, ihr freut euch drüber und macht alle fleißig mit. Ich werde auch jeden Einzelnen anschreiben, der mitmachen soll. Weil das ist echt nicht schwer und ich möchte echt auch sowas machen. Mal gucken, ob es klappt. Ich hoffe. Wenn es klappt, werdet ihr Bescheid wissen, alle. Ja, und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wiedersehen. Ciao.